okay läuft. Ja, ich auch. Mit dir sieht man das vielleicht nicht, ne? Ich weiß nicht, wie es bei mir aussieht. Das wäre natürlich ganz schön bitter. Ja, also der Reichsvorfall vom letzten Mal, ne? Also wird interessant. Ich habe keine Ahnung, das hatte ich noch nie, ja? Ich habe keine Ahnung, was passiert. Aber du bist ja kein Untergebener von Österreich. Also eigentlich dürfte dir nichts passieren. Es kann halt sein, dass ich. Also ich vermute halt wirklich, dass das Territorium, was aktuell Burgund besitzt, die neue Niederlande wird. Ja, aber das würde ich so verstehen, wenn ich ehrlich bin, weil es geht ja um das Erbe um Burgund, ne, burgundisches Erbe, ja, und was daraus aus den Provinzen werden soll. Entweder geht es in eine PU mit Böhmen, ja, oder die PU mit Österreich, oder es wird unabhängig. Ja, weil das ja Niederlande werden sollen, ne? Aber deswegen, ja, normalerweise hat ja Burgund die ganzen Untertanen, ne? Wie Holland und Brabant und so Flandern. Und die gibt es aber einfach nicht mehr. Und ich glaube, das Spiel rafft das halt nicht. Das sagt halt, okay, wir machen daraus irgendwie das neue Niederlande. So, nach dem Motto. Irgendwie, ja. Ja. Das dauert, glaube ich, 2 Jahre oder so, ne? Bis das durch ist. Steht hier irgendwo. Warte mal, Burgund. Bis zum 30.12. Ja, also ein Jahr. Ja. Ja, ich habe mich währenddessen entschlossen dazu, dass ich Werden einfach übernehme. Dass ich da gar nicht großen Vasallen draus mache, sondern das ist jetzt einfach meins. Weil ich hab super wenig aggressive Expansion tatsächlich. Naja, ich werde halt nur gehasst, weil ich ganze Zeit meine Untertanen hier im Reich mir einverleibe. Ansonsten mögen mich eigentlich alle. So, Frieden. Das ist ja nicht so viel. Ja. Das stimmt, du hast eigentlich gar nichts gemacht. Ne? Ganz schön frech, gib mir die Dukate wieder. Gib mir jetzt die Dukate wieder, habe ich gesagt. Möchtest du Krieg mit Lübeck? Du bist ja aktuell von der Entwicklung noch doppelt so groß wie ich, aber nicht mehr lange. Ja. Also. Übrigens, ja, okay, ist ein Argument. Apropos Bündnispartner, lustiger Fun Fact: Österreich und Böhmen sind ja miteinander verbündet. Es kann halt sein, dass die jetzt halt gleich einen Krieg miteinander geraten. Also es wird interessant, wird interessant. Okay, das ist gut, aber auf Dauer muss ich natürlich bewusst sein, dass ich Dänemark angreifen möchte, ne? Weil ich hier meine Missionsbaum brauche. Aber aktuell bin ich ja richtig dicke mit den Dänen, ne, hier. Ne, und so. was habe ich gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Ich bin dann. Nein. Keine Gerüchte streuen hier. Auf geht's. Okay, ich drücke mal auf Play, wa? Guck mal, was passiert hier. So, und ich werde mal meinen Ton, ich hoffe, das macht jetzt meine Aufnahme nicht kaputt, mal wieder auf meine Kopfhörer hauen. Aber sieht gut aus. Sag mal was. Was? Okay, super. Ich glaube, es funktioniert. Ich brauche einen neuen Rivalen, weil Böhmen England ist nicht mehr. England hat eine Warnung ausgesprochen. Das heißt, sollte ich jetzt noch irgendwas von dir nehmen, gerade ich in Krieg von England. Das ist, toll. Weißt du, was wir von mir kriegen dafür? Beleidigung. Na, wow. Jo, gut, super. Wie hier, stark ist denn England? Oh, 36.000 Mann. Alter, England hat 36.000 Mann, ja. Okay, also ich wäre ein bisschen vorsichtig. Ja, ich habe Frankreich und Österreich auf meiner Seite und dich. Eure Mauern. Wenn du gegen England kämpfst, bin ich raus. Eure Mauern werden sich vor unseren Kanonen wie Sand im Meer auflösen. So, werde ich jetzt Braunschweig oder Geldern als neuen Rivalen nehmen? Du willst ja Geldern jetzt angreifen, oder? Ja, ich bin gerade im Krieg mit Verband.
Aber gleich willst du die irgendwie angreifen. Ja, ne? Nee, gleich wahrscheinlich eher noch nicht, weil ich habe direkt gesehen, ich bin sie immer nachher wieder. Dann nehme ich mal. Ich nehme mal Geldern. Ja, kannst gerne machen. Ich werde jetzt gleich mit den Magie. Die hassen mich. Ich drei Aufgaben erfüllen. Ich brauche noch fünf Entwicklung und noch ein Kontinent. Das wird schwierig. Wo sind meine Truppen hier? Ich renne hier irgendwo anders rum, hier hinten. Kommt mal nach Hause und verteidigt mal euer neues Land. Was Österreich hier gerade macht, das mir auch ein Rätsel abgesehen. Ach, Österreich? was ist das hier? Stopp. Halt! Ira. Erweiterung des Monopols auf. Lasst sie weiterhin haben. Naja, die Bürger können ruhig das haben. Monopol ist mir das egal. Bürger? Ich kenn dieses System gar nicht. Bei mir haben die Händler 99,95% haben die Händler bei mir. Ach du Scheiße. Ja, also bei mir haben die, ich sag mal, Händler würde ich mal als, ja doch, sind ja Bürger bei mir eigentlich. Händler. Ich habe ja nur Adel und Klerus und so. So, Limonischer Orden, den gibt's ja auch noch. Großes Lübeck. Gut, du hast es doch gleich. Juni 84. Ja, richtig, ein Monat noch. Und dann habe ich nicht mehr halb so viel Development wie du, sondern dann bin ich zwar immer noch hinter dir, aber ich bin gut dabei, würde ich behaupten. Auf jeden Fall. So, guck mal. How it looks now. Hä? Aufs Maul oder so. Also für eine Handelsliga jetzt habe ich nicht groß. Ja, das stimmt. Mit Anführer der Handelsliga ist das tatsächlich groß. Ich weiß gar nicht, wie viele Truppen ich jetzt haben darf. Ich darf nur 12.000 Truppen haben, warum? Are you fucking kidding me? Uncoole dürfen nur 12.000 Truppen haben. Hallo. Alter, die haben drei Festungen, ne? Brabant, so ein kleines Land, ey. So, eine habe ich jetzt. Verteidige jetzt mal Österreich. Viele Truppen. Ich darf nur noch 11.000 Truppen haben, willst du mich eigentlich verarschen spielen? Warum? Ja, weil Vasall kriegst du immer ein bisschen mehr. Ja, Boah, ich hab's so zurückgehalten. Allein schon mit meiner Anwesenheit habe ich die Brabante abgehalten. Davon. Das ist doch Rotze, war nur auf dem Weg dahin, weißt du? Die machen schon auch nicht. Scheiße, ich glaube, ich brauche 9 Vasallen hier. Das geht so nicht. Ich brauche 9 Vasallen. Ja, hallo? Ich brauche mein Truppenlimit hier. Kann ich nicht angehen. Ja, ich hätte vielleicht doch auf Quantität gehen sollen. Ich hatte es halt als Vasall an. Werde ich später auch immer noch machen. Ich hatte kurz Angst, dass ich meine 12.000 Mann aufgelöst hätte, ey. Uiuiuiui. Das wäre Worst Case gewesen. Eine arme Rekrutenreserve, sag ich mal. Ja. Ja, ich schicke jetzt erstmal hier einen Diplomaten nach Stettin. Und mach da mal ein Spionagenetzwerk drauf. Ich würde gerne Brandenburg angreifen, aber verbündet mit Böhmen, ich weiß ja nicht. Böhmen hat aktuell 52.000 Mann. Ich glaube, da möchte ich nicht gegen kämpfen. Ja, diese Kaisersache da, ne? Ja, immer diese Rotze, ne? Da kriegst du irgendwie 40 mehr Truppenlimit und 50.000 mehr Rekrutenreserve. Das ist ziemlich heftig. Aber man kann es noch nachgucken, warte. Böhmen kriegt 33.000 mehr Rekrutenreserve und 27 mehr Truppenlimit. Das ist nicht schlecht. Ich meine, du kriegst so, einfach einen Vorteil dafür. Ja. Doch viel zu viele Schiffe, ne? Also ich habe 31 Schiffe und darf 16 haben. Ja, ich habe 24 Schiffe und darf 30 haben. Vielleicht sollten wir tauschen. Am Arsch! Ich kann dir welche geben, wenn du brauchst, aber... Galeeren hast du ja, ne? Brauche ich nicht. Bei mir ist kein Wind mehr, oder? Doch? Nee, gar nicht. Erst ab, oder? Warte. Doch, bei mir ist sogar Binnen mehr. Ja, in der Ärmelkanal ist doch Binnen mehr, glaube ich, ne? Ja, doch. Ich hab mich verlesen. Ja, die ganzen Linksprovinzen sind halt Ärmelkanal, ne? Ja, richtig. Ja, die Linksprovinzen. Die Linksprovinzen, wer kennt sie nicht? So, jetzt ist ja so Rostock erstmal hier ein bisschen Steuern eingetrieben. Lüneburg kommt vielleicht noch ein Händler. 43. Lokale Rekrutenreserve.
steigt. Möchte ich das? Ich weiß gar nicht, ob ich das möchte. Produktion. Ich finde es gut, wie Köln schon seit bestimmt einem Jahr fordert, dass Niederlande entlassen wird. So, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Ich nehme an, dass sie es nicht entlassen, dadurch kommt es doch zum Krieg. I hope so. Die sollen sich mal gegenseitig aufs Fressbrett hauen. Oh, jetzt habe ich gut. 5 Händler. Um es gut zu verteilen. 5? Du hast schon 5? Ja. Warum hast du 5? Weil ich geil bin. Hallo. Jetzt frag mal, warum du 5 hast. Weil ich durch meine Ideen und einmal durch meine Tradition angekommen habe gerade. Toll. So, abschöpfen tut er und schrieb ich meinen anderen Händler hin. Was läuft denn da noch rein? In den Ärmelkanal. Du, Nordsee. Ja, alles, was halt Paris ist, ne? Ja, das überträgt schon. Champagne. Ja, dann nehme ich noch hier. Bordeaux. Rheinland. Bordeaux überträgt auch. Bordeaux? Naja, überträgt quasi über Champagne, ne? Ja, ich guck mal. Aber indirekt halt auch zu dir. Aber Rheinland ist eigentlich doch ganz gut, ne? Oder mit 9,1. Ja, aber du musst überlegen, ich übertrage 5 nach Champagne, wenn ich Bordeaux mache, und nur 2 nach Champagne, wenn ich Rheinland mache. Okay. Ja, weil Rheinland macht ja auch nur noch Champagne und nicht nach, ne? Wollen denn diese blöden Rebellen da? Werdische Rebellen? Warum? Geh weg. Nein, mein Herrscher ist tot. Das ist ja tragisch. Ja, ne? Schon. Ich hab noch gar keinen Nachfolger. Wo kommen denn diese werdischen Rebellen her? Da kommen irgendwo aus Polen irgendwelche Rebellen, die sagen, wir wollen jetzt Werden erobern. Was ist das denn? Haben wir noch nicht gesehen. Oh, ich hab Nachfolger. 501. Jean. Jean. 01. Mark. Ah, nee, das ist schon geil. Ist doch kein ist die Frau gewesen, oder was? Oh, ja, oder Regent? Jean. Oh, von Valois. Irgendwann eine PU machen gegen Frankreich. Ekelhaft. Ja, oder die mir. Nur die machen wir eine PU. Ja, ich glaube, das wissen wir abzuwehren. Österreich noch. Du musst einfach deine Hauptstadt nach fucking Großbritannien verlegen und dann schaffen die es eh niemals, dich zu erobern. Ist halt wirklich so. Ich werde noch Köln raus. So, und ich habe einen blöden Rebellen, ey. Köln wird schon. So, was haben wir hier noch? Hier. Nicht so viel, ne? Oh, Idiot! Jetzt weiß ich, warum der Herrscher gestorben ist. Der war aus wie mein General. Hab ich gehört. Aufgefallen. Ja, das ist gar nicht schlimm. Das hat keine Auswirkungen mehr. Echt nicht? Das haben die rausgepatcht schon vor einigen Monaten. Also die Tendenz, dass die sterben, ist leicht erhöht, wenn die Schlachten führen, aber deutlich weniger, als es früher der Fall war. Wenn du vor anderthalb, 2 Jahren EU4 gespielt hast und hast den Herrscher genommen als Anführer, sind die ziemlich schnell verreckt. Und das haben die halt gemerkt, dass das irgendwie nicht so geil ist auf Dauer. Ja, hatten sie recht. So. Können wir später machen. 215 Gold geben die mir. Lol, was? Wer? Brabant? Brabant. Ich bin reich. Hey, yes. So, welche Verträge? Vielleicht doch mal mitmachen sollen. Hauptstadt plündern? Nee, krieg ich mehr aggressive Expansion. Erniedrigen. Und? Hab ich jetzt Rivale? Weiß ich gar nicht. Erniedrigen. Nee, geht nicht schon. Aber Handelsanfluss. Oh, lol. Aber guck mal, da ist einiges passiert jetzt, ne, bei Burgund, ne? Stimmt. Oh. Okay, das ist mit Holländisch gemeint. Ja, die wurden aufgeteilt. Und aus Holland, was du hattest, da wäre wahrscheinlich Niederlande draus entstanden. Eigentlich. Aber ja, und aber da du nicht mehr untertan warst von Burgund, ist das nicht passiert. Ja, das ist doch interessant. Guck mal, jetzt hast du sogar. Also Hennegau würde ich ja. Die sind ja super krass reiche Provinzen, ne? Mein Gott, würde ich ja immer noch, dass ich Handel übertrage. Die wollen halt dein Ass, ne? Wer möchte das nicht, ist die Frage. Ich krieg immer mehr, ich hab fast schon mehr Einfluss als Britannien. Die haben 40% Einfluss im Ärmelkanal, ich hab 36%. Holy shit. Alter, das mit dem wenig Provinzen, ne? Ja. Ja gut, jetzt krieg ich leider noch Antwerpen dazu, ist ein Zweierhafen. Antwerpen ist super. Guckst du eigentlich Seven vs. Wild? Ja. Hab ich durchgeguckt.
Also ich fand's ganz geil. Ich, am Anfang habe ich mir gedacht, so ein bisschen, ey, schon wieder so ein Survival-Ding und I don't know, aber ich lasse jetzt gerade mal 8 von 16 Folgen raus. Ja, irgendwie. Echt so wenig? Aber dabei sind ja schon, also ich will jetzt nicht, ne? Nee, spoilern wir für Leute. Aber ich dachte, die wären schon fast durch, weil also die sind auf jeden Fall von Tag 4 von 7 jetzt. Ja, ja, 8 von 16 Folgen. Krass. Ja, aber der Dude, der das macht, ich weiß seinen Namen gerade gar nicht. Fritz Meinecke. Der wird, genau, Fritz Meinecke. Der wird auch gerade ganz schön gehatet im Internet, ne, teilweise. Dafür. Ja, gut, also aber nur von anderen Survival-Leuten. Der Rest hier ja, ist. Aber warum? Also, Leute, reißt ihr mal zusammen. Nee, ich würde Kacke drauf gehen, weil ich hasse zu schlafen, während ich denke, oh, könnte überall Kleinvieh sein. Nee, das wäre gar nicht so mein Problem. Also, ich finde das ganz cool mit Survival und so, aber. Also ich hätte halt eher ein Problem damit, mich damit auseinanderzusetzen, was darf ich essen, was darf ich trinken und die teilweise essen und trinken die ja Dinge, wo die sich halt nicht komplett sicher sind, ob das gut ist, ja. Und damit hätte ich halt ein Problem, einfach gesundheitlich, ne? Also ich finde, Gesundheit ist das höchste Gut, was man überhaupt haben kann. Und wenn ich dann ja irgendwie anfange, mich Beeren zu fressen und ich nicht genau sicher bin, sind das jetzt eigentlich Heidelbeeren oder Brombeeren oder was auch immer, dann I don't know, ob ich das machen würde. Auf 2 machen, bitte. Bitte? Auf 2 bitte. Ja, kann ich. Danke. Dann kann ich nämlich ein bisschen besser hier zum Beispiel jetzt einfacher. Kann ich gleich Köln raushauen. Oh lol. Das ist ja unerwartet. Was denn? Also Stettin ist fucking nochmal verbündet. Boah, der Rest von Burgund hat ist aber jetzt Frankreich. Ja, richtig. Wir haben das jetzt haben die bekommen gerade. Ja, genau, das haben die bekommen. Die sind mir Orleans. Ein wann gehört Valois zu Orleans? Das war bestimmt ein Event, wo das Frankreich abgegeben hat. Nochmal oder? 70 Gold jetzt hier von Köln mir holen. Und den Handel übertragen. Und den Rest gönne ich mir jetzt noch von. Will ich noch irgendwas machen? Kriegsreparation, jawohl. Sehr geiler Frieden. Was ist denn? Sehr gelungener Frieden. 94, 8 Jahre. Puh. Kriegsreparation, Handelseinfluss übertragen. 215 Dukaten. Wovon ich nur 76 bekomme, aber. Och nee. Mm. Nachfolger. Neuer Rival ist England. Uff. Das ist auf jeden Fall ein Sprung, ne? Also von Brabant zu England. Naja. Jetzt auch groß. Ne? Boah, so klein bist du auf jeden Fall nicht. Schon abgeschlossen. 109. Ich habe eine 109 Entwicklung, das ist echt gar nicht so viel. Naja. Ich habe 172. Ja, krass. Ja, ich würde so gerne fucking Brandenburg angreifen, aber solange da Böhm dabei ist, habe ich da ein bisschen Schiss vor. Muss ich mal so sagen. Und die werden auch wiedergewählt, die Böhmer. Also sogar eindeutig. Hm. Ja, und Polen angreifen ist auch so ein Ding, ne? Also. Echt keinen Bock. Wenn ich jetzt hier 9 Erben ernenne, ne? Also mache ich noch nicht, weil ich brauche S26, mein Herrscher, aber falls es brenzlig wird, ist er dann Anspruch schwach, oder wie? Ja, der dürfte schwach sein, aber wie gesagt, das hatte ich dir, glaube ich, letztes Mal erzählt, ja, das steigt dann immer an. Das heißt, wenn du den jetzt ernennen würdest, wäre der in 10, 20 Jahren hätte der einen starken Anspruch. Okay. Ja, nee, dann warte ich lieber vielleicht. Also, ich krieg wahrscheinlich auch eine andere Familie, ist das Ding. Und nicht mehr Wassener. Das weiß ich nicht, ja. Das kann aber passieren, das stimmt. Ich hab nur noch Zweier. Wie meinst du das? Felix Zweier? Den Fußballschiedsrichter? Genau, genau. Ich mach 14,5 durch Handel. Ich mach grad plus 8 Dukaten, obwohl Festungen oben sind, Armee oben ist. Geil. Oh je, ich durchhandel. Ich mache jetzt 18,1. So, Rebellen kommen bald wieder. Gut. Ich habe jetzt 15.000 Platz für Soldaten. So, soll ich mich dabei? Kaiser? Oder? Bitte?
Sollen wir bis mit meinem Kaiser einschleimen und zwei Provinzen ein Reich eingliedern? Wie du willst, ne? Und mal Stettin. Ach Mann, ey, können die nicht ihr blödes Bündnis auflösen mit Brandenburg? Finde ich nicht gut. Ich schleime mich ein und direkt kommt unrechtmäßiges Land von Böhmen. Arschlöcher, ey. Mann. Macht mich wütend. Macht euch und traurig so ein bisschen, ne? Genau, und traurig auch. Also, ja. Hier und zwischen uns, ich dachte Böhmen, ich dachte, wäre was. Ne? Ja, und dann einfach Backstep. Ja, aber ich habe jetzt gute Moral. Ich habe jetzt gerade die. Ich habe jetzt 4 Moral schon. Ich habe gerade die Idee mit 15% mehr Moral. Ich muss gerade echt überlegen, wie ich jetzt weitermache, weil ich habe nicht so viele Nachbarn, die ich attackieren könnte. Weil ich habe ja selber auch nicht so viele Truppen. Also eine Idee wäre, Braunschweig noch anzugreifen, aber die haben halt 5 Verbündete. Ich sag dir ganz ehrlich, ne? Also. Sowas wie Dithmarschen kannst du auch hier holen. Also ich habe da gar nicht gedacht an Dithmarschen. Na, blöden Dänemark verbündet. Sonst nicht so gut. Danzig, die sind mit Mainz verbündet. Die sind in meiner Handelsliga, aber. Cool. Dann. ja. Du merkst mein Problem, ne? Ich gebe dir übrigens auch viel Glück dabei, Moskau einzunehmen für Novgorod, ne? Das ja, danke schön. Für deine Mission. Das kriege ich aber hin irgendwann. Das ist halt nur eine Frage der Zeit. Problematisch. Ich habe ja gerade das Problem, dass ich würde Krieg gegen Polen führen tatsächlich. Aber ich habe das Problem, dass Dänemark nicht dabei wäre, weil die diplomatische Reputation und so, weil ich hier Wolgast integriert habe, wird nicht so toll. Ja, mich hassen gerade auch alle. Alle westlich von mir hassen mich. Das war so eigentlich alles wie immer, würde ich sagen. Genau. Alter, Herold aus Kastilien, 563, auch wieder gut dabei. Aber Kastilien ist ja momentan so ein bisschen auf dem Zweig, ne? Aragorn hat schon was eingenommen. Das stimmt. Aber generell, also die Entwicklung ist spannend, ne? Es gibt keine PU mit Ungarn und so. Granada existiert noch. Ja, Granada existiert noch. Portugal übernimmt das allmählich, aber hier auch im Osten ist ganz viel anderes los. Aber Burgund wurde mal anders aufgelöst. Böhmen mit dem Habsburger auf dem Thronfolger, ne? Ah, dieser Ottokar immer noch, ne? Furchtbar. Ich könnte Oldenburg attackieren. Ich weiß nicht, ob das eine Mod war, aber konnte man so Böhmen die Thronfolger unterstützen oder so? Bei Polen kannst du das machen. Genau. Und da irgendwie, wo war das? Genau, da Thronfolger unterstützen. Ja, kannst du im Endeffekt einfach nur Beziehungen verbessern mit denen, wenn du das machst. Kriegst du, auch wenn du gewinnst, kriegst du Macht. Stimmt, das stimmt, aber ich habe nicht so viele Diplomaten. Ich schon, ich hab gerade einen frei. Wie hast du denn? Hast du 3? 2. Auch nur 2, okay. Ja, ich baue hier gerade Ansprüche auf und verbessere meine Beziehung mal zu Dänemark. Die müssen mir auf jeden Fall noch eine Weile helfen. Da, wo ich gleich Krieg führe, habe ich. Ich habe auf Geld gar keine Ansprüche. Warum habe ich gar keine Ansprüche? Holland vereinen. Was? Ja, ich muss auch Holland vereinen dafür. Warum? Also, normalerweise kriegt man für sowas immer schön Ansprüche in den Arsch geschoben. Nee, heute nicht. Ja. Bra. So. Könnte ich mit denen noch als Verbündeten holen? Ich schick mal wieder Schiffe zu dir, ne? Mhm. Und ein schönes Lübeck. Das ist, okay. Ah, ich hab einen Thronfolger. Der Willem. 405. Kein diplomatischer. Eher ein kriegerischer. So, du hast 15.000 Mann mittlerweile. Ich darf nicht mal 12.000 haben. Das ist schon ein bisschen ungerecht. Das bist nicht wahr. So. Herzlichen Dank aus Kirchenstaat. Was macht denn der Kirchenstaat im Norden? Gegen Ostfriesland führen die Krieg. Aha. Und das scheint jetzt an meiner Militärzugang. In der Savoyen ganz schön stark tatsächlich.
Oh ja, könnte vielleicht ein, hier, wie hieß das, wie heißt das nochmal, Piemont oder so, Saint-Piemont, was die begründen können? Ja, irgendwie sowas, ja. Das weiß ich aber auch nicht. Könnte da überlegen. Ich hoffe ja wieder auf Toskana, ne? Dass hier wieder Toskana gibt bald. Ich mag das. Ja, Land. Bestimmt, bestimmt. Guck dir, Florenz ist ja schon relativ groß. Ich glaube, so viele Provinzen braucht man gar nicht. Oh, nicht die größten Feinde, ne? Ich glaube, ich brauche noch, warte. Geil. Wir sind jetzt kaputt. Ich habe einen Kardinal vom Verband geklaut. Okay. wie sieht denn der Kolonialismus aus? Ist das schon da? Nee. Noch nicht. Weiß man noch nicht. Ich bin viel zu weit voraus der Technologie. Ja, ich an sich auch, nur Diplo-Fähigkeiten bin ich hängig hinterher. Verteidiger des Glaubens, nee, möchte ich nicht. Zurzeit habe ich kein Interesse. So, hier passiert mal wieder was. Irgendwas mit Kirchenstaat und Reformbegehren, ja, ist mir egal, so. So, wo habe ich gleich, Flandern habe ich gleich auf Ohr. Okay. Hm. In Brugge. Ja, ich kann gerade nicht viel machen, das ist ein bisschen doof. Aber hey, ist halt so. Alle Entscheidung. Boah, mache ich das? Unterhalt Armee plus 15%, aber dafür 40% Weltzuwachs? Wenn du das Geld hast, würde ich es auf jeden Fall machen. Ja, ich bin schon angeklickt. Siehst du, könnte ich mich auch tun eigentlich. Ja, okay, man kann es doch immer abschaffen. So, bei 90% soll ich das Drillen mal beenden. Hennegau gibt's jetzt, ne? Die kann ich auch gleich. Ja, angucken. Hatte ich ja erzählt. Die haben ja relativ viel Entwicklung, ne? Mhm. Die haben bald so viel wie ich, obwohl die nur 3 Provinzen haben. Die als Vasall wäre auch was Tolles. Mhm. Die könntest du, glaube ich, sogar vasallisieren. Ja, teuer. Also würde ich lieber Geld dann vasallisieren. Okay. Weil ich will nicht so weit in Frankreich rein. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Hm? Früher oder später, also ich hoffe ja, ich kann mal gucken, was Frankreich so alles will. Ja, Frankreich will England halt, oder? Muss ich aufpassen, dass Frankreich England nicht bekommt. 2-1! Ja, aktuell passiert ja eigentlich nicht viel. Tja, ich könnte echt drüber nachdenken, ob ich mir Danzig hole, aber das ist irgendwie auch Quatsch. 16,8 durch Handel. Aber wenn ich Danzig angreifen würde, wäre Brandenburg und Mainz dabei. Und dann könnte ich Brandenburg das Bündnis auflösen mit Böhmen. Oh, stimmt. Taktikfuchs. Ja. Aber witzig, das ist ja richtig dämlich. Ich kann Danzig nicht angreifen. Aber wobei, ich kann die verstoßen. Wenn ich die angreifen würde, würde die Hanse beitreten als Gegner. Das heißt, meine Handelsrepublik würde Danzig gegen mich verteidigen. Ja, gut, wenn du jetzt abtrittst, ist wahrscheinlich erstmal auf die Waffenstillstand, ne? Ah ja, irgendwie sowas. Mal gucken. Also, ich habe fast mehr Soldaten als Rekrutenreserve. Das gefällt mir nicht. Du hast Probleme. Okay, die Hennegauer schon kommen auch auf jeden Fall. Österreich. Österreich ist Kaiser geworden. Wieso das? Das ist voll gut. Jetzt kannst du Böhmen mal angreifen. Die haben auf keinen Fall. Weil der gestorben ist. Der Herrscher ist gestorben und der Nachfolger war dieser Ottokar. Und deswegen ist jetzt ein Habsburgerhaus da. König Wladimir I. ist jetzt Herrscher von Böhmen. Von Habsburg. Richtig. Geil. Wobei der Ottokar eigentlich gedacht war. Nee, Ottokar ist wahrscheinlich jetzt Herrscher von Österreich. Nee, Ladislaus. Ottokar ist aber auch gestorben. Dann ist es ums Leben genommen. Ja, wahrscheinlich, ja. Sind die beide verstorben. Interessant. Finde ich aber insofern gut, weil dann ist Böhmen durchaus wieder ein machbarer Gegner, wenn die jetzt ihre Truppen auflösen.
Also eigentlich kann nicht das Geld dafür, oder? Bitte? Also eigentlich dürfen nicht das Geld dafür haben. Ja eben, also... 50.000. Wir sind im Krieg. Also mal, Brandenburg an sich kriege ich weg, aber wenn da halt noch 1000 Leute eintreten, dann nicht. Wir sind in einem großen Krieg gerade. Die Ungarn. Wer? Ungarn. Gegen wen denn? Gegen Böhmen. Hm. Ungarn, Moldawien, Aragon, Navarra. Deswegen löst Böhmen auch gerade die Einheiten nicht auf, weil die im Krieg sind. Sonst würden die auflösen. Also wenn du jetzt Brandenburg angreifst, bin ich mir sicher, dass du es gewinnen würdest. Also? Weil Böhmen wird gleich vernichtet, der kommt gleich Aragon auf ihn zu. Würdest du mir helfen? Das wäre super. Also ich brauche auf jeden Fall deine Hilfe, sonst würde ich es nicht schaffen. Dann muss ich das Drillen beenden auf jeden Fall, weil gleich vorbei. Ja, mach das mal. Ja klar. Klar. Also 15.000 Mann, mehr oder weniger. Also ich habe selber nur 11, das ist halt nicht so viel. Irgendwas zu tun gerade. Ich meine, ich kann in Irland nichts machen, weil sonst krieg ich mit England. Und das kann ich auch nicht machen. Also da ist die Reichsreform Zeit eingeführt. Mhm. Das gefällt mir. Diplomatische Route. Achso, der Kaiser. Ja, wir kriegen das nicht. Egoist, ey. Nee, aktuellem Stand wäre Dänemark nämlich nicht dabei im Krieg. Weil ich diesen Diplo-Rap-Malus habe, you know? Mm-mm. Die würden erst in 5 Jahren beitreten in so einem Krieg. Bedauerlich. Ich mache jetzt Handelsgüter, kriege ich ganz weniger. Das ist sehr bedauerlich. Nach aktuellen Stand, also wenn ich jetzt mit dir im Bündnis Krieg erklären würde, hätten wir etwa 40.000 gegen 70.000. Ja, ich warte ein bisschen ab, bis Böhmen wirklich auf das kommt. Ja. Also die verlieren schon Einheiten. Das ist ganz gut. Aber die haben auch natürlich eine enorme Rekrutenreserve jetzt, dadurch, dass sie Kaiser waren. Naja, die geht leider nicht runter. Aber guck mal jetzt hier, guck mal, die 10.000 Mann hier in Österreich, in Linz. Weiß nicht, ob du siehst. Nee, sehe ich nicht. Nee, sehe ich nicht. Ja, gewiped. Das ist gut. Nee, nicht. Doch nicht gewiped. Schade. Der Böhm selber hat nur 9.000 Mann, ne? Das ist ja gar nichts. Alter, wie viel Geld ich mache. Ich bekomme 8 Dukaten jeden Monat. Ich bekomme 2, aber ich mache 16 durch Handel. Krass, 16 schon, krass. Ja, jetzt ist mein Händler verstorben. Ich habe drei Festungen am Laufen. Ich mache 8 Dukaten minus durch Berater und 6 Dukaten minus durch Armee. Hm. Nicht mehr lange leben. Ich habe sehr viel Moral. Guck mal, Handelseffizienz. Dank meiner Ideen habe ich auch sehr gute Moral. Ach, blödes Dänemark. Mach doch den Krieg mit. Nur wegen dem blöden diplomatischen Reputation. Kann ich irgendwas tun, um noch mehr diplomatische Reputation zu bekommen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht, ne. Ja, ich könnte halt beim Papst da betteln. Diplomatische Annexion minus 10% auch. Aber ich habe halt keine Punkte. De facto. Also, ja, ich auch nicht. Das Ding ist auch, ich werde auch keine bekommen, aus dem Grund, dass ich wahrscheinlich bald protestantisch bin. Ja. Dauert auch einen Moment, Gott sei Dank, aber ey. Naja, 1500 geht's los. Ja, also nicht direkt, aber so kurz danach, ich glaube 520 oder so. Nee, viel früher schon. Ich glaube, das dauert einen Moment. Oh, ich habe hier was. Revolution in Lübeck? Okay, Moment. Warte mal, was denn? Durch die Sammlung der Reichtümer aus weit entfernten Ländern und deren Verkauf auf den Märkten in Lübeck ist es den lübeckischen Händlern gelungen, sich verstärkt im Parlament zu etablieren. Hiermit war es einfach, die Kontrolle über alle Ämter zu übernehmen, um ihre Macht über die Republik sicherzustellen. Das klingt ja irgendwie nach Star Wars. Und wer würde es ihnen verdenken? Niemals erblühte Lübeck in den Ausmaß und niemals zuvor floss das Gold so ausgiebig. Ja, wer dann? Knappen möglicherweise, deren Häuser vor dem Ruin stehen, da ihre Landstände von den Machthabern erkauft wurden. Vermutlich auch die Gilden, da Händler Gewinne auf Importe, dem Schutz der einheimischen Produkte vorziehen. Vielleicht auch Gemeinden, denen die Preisanstiege auf den Märkten und die Verdopplung der Mieten zu viel werden, zum Wohle der Händler, die stets danach bestrebt sind, ihren Wohlstand zu steigern. Am Morgen versammeln sich wütende Mengen vor den Toren des Palastes des Syndikus, bereit, sich sie niederzureißen. Okay, krass. Das Volk mag dich nicht mehr. So, um die Massen zu beschwichtigen, indem er einige Reformen durchsetzt. Aber das hatte ich ja noch nie. Okay, ich könnte, also ich verliere auf jeden Fall Stabilität, schon mal scheiße. Und es tritt eine neue Wahl ein.
und die Händler erhalten minus 60 Einfluss und es kostet mich noch jede Menge Dukaten. Uff. Das ist ja dauerlich. Minus 60? Minus 60. Ich habe gerade Hurensohn gelesen. Okay. Mein neuer Herrscher heißt Otto Heinsohn. Ich habe einfach Hurensohn gelesen. Oh Mann, mein anderer Herrscher war gerade so toll. Jetzt habe ich hier so einen Mann. Ja, einen Mann hast du. Frauen war ja auch schwierig. Ist ja doof gelaufen. Otto Heinsohn, na gut. Ja, ich bleib bei meinem Herzog Wilhelm. Der hat ja seinen Sohn genauso genannt. Sehe ich gerade. Ja, das ist halt dann die nächste. Die heißen halt alle so. Ich habe gerade, wer Herzog Wilhelm den 8. Das heißt, danach kommt Herzog Wilhelm den 9. Geil. Super, super. Ja, ich werde, glaube ich, den Krieg gegen Brandenburg und Dings erst 1494 führen. Einfach weil ich sonst nicht sicher bin, ob ich das gewinne. Ja, dann kannst du ruhig noch ein bisschen weiter drillen. Aber ich glaube, sonst gewinne ich diesen Krieg halt einfach nicht. Ich bin auch gleich Technologiestufe 8. Bei was? Allem. Ah, okay. Ich bin jetzt überall bei 7 und spare halt ein bisschen auch an, weil sonst 8 so viel. Gleich werde ich militärisch 8 und im Jahre 93 bin ich auch diplomatisch 8. So, okay, das geht ja ganz gut. Ich überhaupt nicht. Richtig. Da sollten wir uns mal die Beziehung verbessern, würde ich sagen, ne? Ja, also ja, wobei, ich plus 63 ist okay. Ja. Immer über 100. Ich habe schon 5 Trumpfunterschätzungen. Ja. Warte mal, wie viel bin ich denn gerade? Oh. Oha, ich habe übrigens die Zeit total vergessen. Wir sind schon wieder bei 38 Minuten. Wir müssen schon wieder hier abmoderieren und so. Ja, dann kriegen wir zum Ende nochmal Kooperation mit der Händlerklasse, wo wir Handelseffizienz bekommen und verlieren Korruption. Das ist doch super. Das heißt, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.